Es ist wieder soweit, liebe Leute. Heute werden wir über den GTA 6 Release reden. Denn es gibt jetzt einen ziemlich klaren Zeitraum, wann das Spiel rauskommt. Und der Zeitpunkt ist gar nicht so weit weg, wie ihr denkt. Die Info bzw. der Hinweis kam auch von Take-Two Interactive, also von dem großen Konzern hinter Rockstar und GTA. Und es sprechen noch mehrere Sachen für dieses genaue Datum. Deswegen vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Wir haben jetzt hier die 10.000 Abonnenten fast erreicht. Vielen, vielen Dank für all den Support. Wahrscheinlich auch wegen den Shorts, weil ich da sehr fleißig bin und jeden Tag ein Short hochlade. Aber ihr werdet hier auf jeden Fall nichts verpassen rund um GTA 6. Wie zum einen auch natürlich, wann der zweite Trailer kommt oder der genaue Release von GTA 6. Denn ich glaube, erst einmal bis zum nächsten Trailer ist noch ein bisschen Zeit. Der erste Trailer von GTA 5 kam nämlich zum Beispiel am 2.11.2011 raus und der zweite Gameplay-Trailer erst im Juli 2013, also 1,5 Jahre später. So extrem wird das, glaube ich, nicht sein jetzt bei GTA 6, weil es ja für 2025 angekündigt ist. Und ich werde euch gleich erzählen, warum es auch schon sehr früh in 2025 kommt. Und dass wir eigentlich nur noch 14 Monate von dem Spiel entfernt sind und nicht 2 Jahre, wie viele noch denken. Ich glaube auch, dass der zweite Trailer ein Gameplay-Trailer sein wird. So macht Rockstar das öfter. So war auch die Promo bei Red Dead Redemption 1 und 2 so, dass dann der dicke Gameplay-Trailer kam. Und es macht auch Sinn, dass wir dann, wie gesagt, das auch mal sehen, weil Rockstar will uns das, glaube ich, auch präsentieren. Ich selber vermute einen zweiten Trailer vielleicht so im Juli, August, was schon sehr spät eigentlich ist und jetzt ja immer noch ein halbes Jahr hin ist. Aber es könnte auch sein, dass Rockstar uns bis zur Vorweihnachtszeit vielleicht so im November noch vertröstet mit dem zweiten Trailer. Um dann endlich den absoluten Hype ausbrechen zu lassen auf der ganzen Welt, wenn das Gameplay gezeigt wird von GTA 6 und der Release, ich sag's euch, Ende März, Anfang April angekündigt wird. Warum? Kann ich euch erklären. Es wird nämlich stark spekuliert, dass der Release von GTA 6 zwischen Januar und April sein wird. Das ist nämlich für Take-Two, der Großkonzern hinter Rockstar und GTA 6, das letzte Quartal, bevor das Geschäftsjahr beendet wird von denen. Deren Geschäftsjahr geht nämlich immer von April bis April, dann ist die große Abrechnung und das Geschäftsjahr 2024 endet bei denen erst im April 2025. Und was hat das Ganze jetzt mit GTA 6 zu tun? Der CEO von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, hat gesagt, dass 2024 das Geschäftsjahr für Take-Two alles sprengen wird. Es wird Rekorde aufstellen, es wird geisteskrank. So ähnlich hat er das gesagt für die ganzen Aktionäre. Und natürlich wird immer viel Augenwischerei betrieben, so wenn ein großer CEO zu ganz vielen Investoren, Aktionären spricht, die in dem Unternehmen investiert sind, damit sie natürlich drin bleiben und die Aktie vielleicht noch weiter an Wert gewinnt sogar. Aber das war schon sehr aussagekräftig. So, und was soll denn so doll noch einschlagen, verkaufstechnisch, dass sie so viele Rekorde zu verbuchen haben jetzt in diesem Jahr noch? Natürlich machen sie viel Geld mit den Shark Cards aus GTA 5. Hier und da verkaufen sie natürlich auch noch einige Spiele. Aber es ist jetzt kein großes DLC, nichts Dickes irgendwie irgendwo geplant, was noch irgendwie in die Kassen schlägt. Außer halt GTA 6. Wenn sie das mit reinnehmen noch, Ende des Geschäftsjahres 2024. Und das endet, wie gesagt, am 31.03. Vielleicht nehmen sie auch nur die Vorbestellung mit rein, damit 2024 noch zum Rekord wird. Und das Spiel kommt erst Anfang April. Denn im April gab es ja auch schon den großen Hinweis auf dem GTA Online T-Shirt. Ich habe es euch mal gezeigt. Da gibt es ja dieses eine Shirt, wo links das Datum des ersten GTA 6 Trailers zu finden war. In diesem Zahlencode links. Und auf der rechten Seite gibt es nur noch ein Datum, was man machen kann, was man zusammenbauen kann, welche Zahlen nebeneinander sind. Und das ist der 1.4.2025. Was ja auch wieder passen würde so. Auf diesem T-Shirt war schon der genaue Zeitpunkt, das genaue Datum von dem GTA 6 Launch Trailer zu sehen. Dass auf der anderen Seite vielleicht das genaue Release-Datum, was Rockstar angepeilt hat, versteckt ist, ist jetzt gar nicht so abwegig. Plus von Strauss Zelnick, von dem CEO, noch die Aussage, dass 2024 das Geschäft ja so erfolgreich sein wird wie nichts anderes, lässt schon vermuten, dass es wirklich bis spätestens 31.03. irgendwie erscheint. Und deswegen ist gar nicht mehr so viel Zeit. Und die Promo, das bedeutet der zweite Trailer, vielleicht auch noch der dritte Trailer, einige Trailer, die allgemein die Promo, sie hängen ja auch immer in der Welt große Plakate auf mit deren Spiele-Promo, die muss jetzt bald demnächst irgendwie starten. Jetzt vielleicht nicht diesen Frühjahr, aber vielleicht so zur zweiten Jahreshälfte 2024 sollte man sich dann mal langsam ransetzen. Natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr. Es kann auch alles Quatsch sein. Es kann sein, dass die Entwicklung am Ende doch irgendwie noch holprig wird und sie das Spiel dann noch verschieben, wie es heutzutage ja gang und gäbe ist bei jedem Publisher und Entwicklerstudio, dass sie es einfach verschieben, weil sie halt nicht fertig werden. Sie entwickeln daran jetzt schon über 10 Jahre und ich glaube auch, dass Rockstar einer der wenigen Unternehmen noch ist in dieser Spieleindustrie, die das einhalten. So, jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr dazu? Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.